Einen wunderschönen guten Tag, geliebte Brüderinnen und Brüder. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ja! Das lässt sich ändern. Rüdiger? Danke, Bruder. Rüdiger regelt. So, herzlich willkommen zurück im Kindergarten. Ich weiß, in der letzten Folge haben wir schon Grandioses geschafft. Wir haben die Messlatte ziemlich hochgelegt. Wir haben die Story der Kindergärtnerin durchgespielt. Und dieses Mal wollen wir mal reinschauen, wessen Story wir uns jetzt widmen werden. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Kindergarten, Freunde. So, da wollen wir doch mal schauen. Erstmal, wir haben natürlich hier unsere Eintrittskarte fürs schöne Date. Ich hoffe übrigens, dass die Audioqualität sich nicht richtig krank anders anhört, aber ich habe jetzt meinen anderen Aufsatz auf mein Mikrofon geschraubt, weil der gute Demenz Daddy Who hat mir irgendwie schon wieder gesagt, dass ich meine Einstellungen hier ändern soll. Das sagt er mir gefühlt jede Woche und erinnert sich da nicht mehr dran. Also das ist ziemlich lustig. Wir haben ja jetzt einen eigenen Discord-Server, wo wir öfters mal abhängen. Und ich glaube, dieser gute Mann ist einfach noch dementer als ich. Also ich weiß, was mich in ein paar Jahren erwartet. So, dann wollen wir mal schauen. Tommy's Story, das ist ja nichts. Cindy haben wir, Jerome haben wir, die gute Frau haben wir. So, dann bleibt uns Monty, für den brauchten wir ganz viel Geld, weiß ich noch. Lilly, wir brauchen die Special Items von Monty, Nugget und Bugs, damit wir Lillys Mission machen können. Also für alle, die Lilly geschrieben haben in die Kommentare, ja, ist nicht, Freunde. Ist die Frage, wessen Mission wollen wir machen? Irgendwie stehe ich auf Nugget. Wir brauchen das Special Item von Cindy. Okay, habe ich mir ja schon fast gedacht. Also wir brauchen die Blume. Und ich würde sagen, ich weiß nicht warum, aber ich habe so eine... Ich finde Nugget verdammt süß. Und mir fällt gerade auf irgendwie, der hat gar keinen Pimmelkopf. Das sind seine Haare hier. Egal, Pimmelkopf. Ich würde sagen, wir machen dann mal Nuggets Mission. Und ich habe ja jahrelang mit Menschen mit geistiger Behinderung gearbeitet und so weiter. Vielleicht mag ich Nugget deshalb so gerne. Ne? Deswegen würde ich sagen, komm, nehmen wir mal das Blümchen mit hier. Nehmen wir mal mit, der Boomster. Und Geld müssen wir auch mitnehmen. Wie viel haben wir denn eigentlich noch? 2,75 $. Ich würde sagen, wir gehen einfach all in. Irgendwann muss ich eh mal wieder eine Money-Runde machen. Dann würde ich sagen, gehen wir rein in den Kindergarten, Freunde. Abfahrt. Brrring. Neuer Tag startet. Oh, erstmal schön Käffchen reinorgeln jetzt. Ich habe übrigens gelesen, dass Kaffee Demenz aufhalten soll. Also Kaffee soll gegen Demenz anwirken. Ich weiß nicht warum, aber ich halte das für ein Gerücht. Bevor ich aber jetzt zu Nuggets gehe, ich wollte eigentlich nochmal hier schauen, was ja noch ein anderer Hinweis ist. Der Teacher lässt dich durch die Gabbys gucken, wenn du ihm... Okay. Okay, also wir müssen irgendwie Nuggets sagen, dass wir ihn lieben, aber wir müssen parallel dazu... ich würde sagen... Wir starten einfach mal. Hi, meine Freunde nennen mich Nugget. Oder sie würden mich so nennen, wenn ich Freunde hätte. Nugget kennt keine Liebe und keine Freundschaft, seit Billy verschwunden ist. Ich möchte dein Freund sein, Nugget. Ich glaube, das haben wir in den ganzen 8 Folgen, die wir jetzt hatten, noch nie gesagt, ne? Ich möchte dein Freund sein, kleiner süßer Nugget. Was bietest du mir denn an? Ich hab eine Blume. Oh, die hat dir Cindy gegeben, oder? Das ist so süß, dass man so eine... Da ist so viel Liebe in dieser Blume. Das wollte ich sagen, natürlich. Ich habe mich da nicht versprochen, verlesen oder so. Sie interessiert sich wirklich für dich mehr dann für ihre anderen 7 Freunde, die sie schon hatte diese Woche. Vielleicht bist du diese einzig wahre Liebe. Vielleicht kennst du Liebe. Vielleicht, Nugget. Vielleicht kenne ich auch einfach kein Englisch oder ich sollte mir die Texte komplett durchlesen, bevor ich anfange, sie zu übersetzen. Vielleicht. Wer wird das jemals herausfahren? Da gibt's so ein paar Dinge, die Nugget gesehen hat, aber er hat gesagt, er soll das vergessen. Nugget hat die Liebe vergessen. Liebe. Und das habe ich eigentlich immer nur bei Bugs gemacht, ne? Weil der so aussieht wie Jabba, Alter. Ich möchte nicht mehr vergessen. Nimm diesen Nugget, der Freundschaft. Warum? Ja, bring den Nugget zu den anderen Nugget der Freundschaft bis zur Pause und Nugget wird hier durch große Ganze erklären, zeigen, ja. Wie viele Nuggets gibt's denn noch, Nugget? Okay, einen haben wir da definitiv in dem Kabi drin, ne? Das heißt, wir brauchen irgendwo noch die Pille. Wie viele gibt's denn? Es gibt insgesamt 5! 5 sind 2 plus 3. Einen hast du ja bereits. Komm und sieh mich nachher während der Morning Time und Nugget wird dir erzählen, wie du die anderen kriegst. Okay, Nugget. Eine letzte Sache noch. Nugget besteht darauf, dass du auf dieses komische Gerät bei dir behältst. Solltest du erfolgreich sein in dieser Aufgabe, dann wird Nugget dir erklären, was das Ding macht. Ist das nicht die Bombe, mit der wir den Hausmeister in die Luft gejagt haben? Sieht irgendwie ziemlich ähnlich aus, Freunde. Und was ist, wenn ich versage? Ja, Nugget wird dir trotzdem sagen, was das macht, Alter. Großartig, das freut mich. Ja, jetzt nicht mehr reden, los, pst. Okay, aber ich brauche noch deine Pille, Nugget, gib mir die Pille. Nicht mehr reden, pst. Alter, Nugget, ich will deine scheiß Pille, gib mir die Pille, Mann. Nein, das hältst du deine Schnauze! Okay, ist die Frage, wie kommen wir dann sonst an die Pille?
Hi, ich bin Monty, ich will was kaufen. Brauchen wir da eigentlich überhaupt was? Nee, ne? Ist halt die Frage, erstmal die Maus da weg, Freunde. Okay, ich würde sagen, wir gehen trotzdem einfach mal rein. Vielleicht können wir die Pille ja irgendwie anders besorgen. Okay, Kinder, rein da! Ja, okay. Gehen wir mal rein, Freunde. Guten Morgen, sucht euch Freunde und ihr endet wie Nugget. Aber ich will wie Nugget enden. Hi, Nugget. Nuggets Freund ist zurück. Möchtest du die Aufgabe weiterführen, die 5 Nuggets der Freundschaft zu finden? Sehr gerne, Nugget. Sehr gerne. Klar. Ha, Nugget freut sich sehr über deine Hartnäckigkeit. Eins der Nuggets hat Nugget in diesem Raum versteckt. Ja, das ist da vorne. Das ist jetzt nicht so gut versteckt, mein Freund. Ne? Nugget hat die anderen. Du musst das verschwundene Nugget finden, bevor du die anderen kriegst, die Nugget innehält. Kannst du mir irgendwelche Hinweise geben, geliebter kleiner, wunderbarer Schwanzkopf mit den schielenden Augen? Das Klassenzimmer ist nicht so riesig. Du solltest das schon finden, ne? Vielleicht guckst du mal da hinten in den Kabis, Alter. Aber pass auf, weil der Lehrer hat da ein Problem mit. Ja. Das weiß ich leider. Ist die Frage, wie können wir das kriegen? Ich das nachher... Hey! Oh, gehst du wohl nicht in die Kabis der anderen Kinder, du kleiner Pimmel. Wunderschöne Lehrerin. Ich würde aber sehr gerne was klauen. Guten Morgen. Such dir jemanden am Ende für einen Versager. Ja, ist die Frage, können wir irgendwie noch die Pille auftreiben? Ich... Hast du das zweite Nugget der Freundschaft gefunden? Ja, der Lehrer, aber die Alte lässt mich nicht gucken, Alter. Ich weiß überhaupt nicht, wie die mich sieht, Mann. Mit ihren großen Brüsten vor den Augen. Ha, ja, der arme Lehrer, immer so angespannt, Alter. Vielleicht solltest du ihr irgendwas geben, hier, damit sie ein bisschen entspannter ist. Oder vielleicht auch eine kurze Ablenkung. Das ist alles, was sie braucht. Okay. Wollen wir sie irgendwie ablenken oder wollen wir ihr irgendwas geben? So eine schöne Pille reinorgeln, eine guten Frau. Nee. Ich würde sagen, wir lenken sie ab. Wir sind ja nicht in der Disco, ne? Wie lenke ich sie denn ab, lieber Nugget? Oh, Nugget weiß, dass Jerome ein guter Reader ist. Vielleicht könntest du ihn benutzen, damit sie ihm hingeht und... ja, versteh's. Okay, hi Jerome. Hi, was geht ab? Alter, du bist nicht cool genug. Gib mir ein Jojo. Okay. Ich glaube, dann muss ich jetzt das Jojo kaufen, oder? Würde ich sagen... Hey, willst du mein Morning Buddy sein? Alter, träum weiter. Ich bin doch kein Freund im Ginger. ich will was kaufen. Ich hätte gerne das Jojo, Freundchen. Hey, Jojo, la 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 la. Okay, jetzt gehen wir mit dem Jojo zu Jerome und sagen, hey Jerome, guck mal hier, Alter. Gib dir das mal. Meinst du das, Jojo? Na komm schon, Alter. Er hat mir gesagt, er wird das für mich auch bewahren. Bla 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 bla. Du kannst es haben, wenn du mein Buddy sein wirst. Ey, du hast einen Deal, Alter. Und jetzt, wo wir Freunde sind, ich glaube, du solltest etwas für mich tun. Weil es ein bisschen helfen als Freund. So. Wie denn? Naja, kennst du den alten Hausmeister? Bla 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 bla. Ah, vielleicht kriege ich jetzt auch den Hallpass. Das wäre ja grandios. Dann kann ich ihn am Ende verticken. Der war ja ein 10er wert oder so, ne? Ja, ja, das mache ich, Freundchen. Ja, komm mal, dann gib mir den Hallpass, Alter. Ich lenk die Lehrerin ab. Ja, okay, easy. Easy, Alter. Ich, ja, ja, lenk sie ab, Alter. Und ich klaue hier erst meine Zeit. Okay, wir haben das Nugget gefunden. Ey, komm rüber hier, Kind, Alter. Was soll das, Mann? Ey, du hast es voll verkackt, Alter. Jetzt packt sie mich mit den anderen hier schön in den Nachdingsbums da, Alter. Achso, jetzt muss ich den Pass zurückgeben. Ey, ich bin im Arsch, Mann. Gib mir den Pass zurück. Ja, komm, Alter. Jetzt Abfahrt, Mann. Du hast genug von meiner Zeit verschwendet heute. Ja, okay. Chill doch mal. Hi, Nugget. Wunderschöner Nugget. Oh, guck mal. Guckt euch ihn euch an. Ich würde ihn adoptieren. Und dann würde ich ihn die Haare rasieren und ich würde ihn ausstellen mit ganz vielen anderen lustig aussehenden Kindern. Das ist verboten in Deutschland. Ich distanziere mich von meiner zweiten Stimme. Hast du das zweite Nugget der Freundschaft gefunden? Aber sowas von, gib dir das Nugget. Gib dir dieses wunderschöne Nugget, das würde ich jetzt gerne in Currysoße dippen und schön abschluppern. Wunderbar, Nugget ist beeindruckt. Das Trial der Cubbies ist normalerweise sehr difficult für Nuggets Potential Friends. Alter, jetzt rede ich schon wirklich so wie diese Dilaras, Alter. Nicht Dilaras, das sind eher die Annikas, Alter. Die erstmal schön in Australien waren, irgendwie Auslandssemester, Au-pair und dann nach Deutschland kommen und nicht mehr wissen, wie man Deutsch redet. Und dann immer so Denglisch reden, Alter. Also hier, das Trial der Dinger, na ja, wen juckt's, Alter. Ihr habt verstanden, was ich meine. Und wenn nicht, ja. Okay, Nugget, was ist nächstes?
Hä, siehst du die süße Lilly da vorne? Nugget mag die süße Lilly. Nugget hat ihr einen Brief geschrieben an die süße Lilly mit einem Gedicht. Du musst es ihr bringen. Okay. Ich würde es gern lesen, ich bin ehrlich, ne? Lilly, hi. Hi, Lilly. Mann, diesmal bin ich nicht hier, um dir irgendwas in die Haare zu klatschen, wie die 8 andere Male, wo ich schon hier war. Ich habe diesmal einen Brief für dich. Oh, mich interessiert dieses ganze Morning Buddy-Ding eigentlich nicht mehr. Mein Bruder Billy. Alter, hör mal auf, von deinem Bruder zu reden, Alter. Hast du so ein Stepsister-Ding oder was mit dem am Laufen, ey? Chill doch mal, hör auf, dich zu verlieben. Es gibt noch andere Menschen auf der Welt. Andere Mütter haben auch schöne Söhne. Deine nicht mehr, aber andere. Okay. Meine Mutter... Mein Bruder Billy war normalerweise mein Buddy, aber er ist verloren gegangen. Ja, okay. Das ist schön, dass dein Bruder weg ist, aber guck mal hier, ich habe einen Brief für Nugget für dich. Oh, guck mal, pass mal auf. Also, ich will wirklich nicht abwertend klingen, aber ich vertraue weder dir noch Nugget genug, um zu denken, dass ich hier einen Brief öffne. Sag ihm, ich sag danke, aber nee, danke. Okay, dafür kriegst du nachher wieder ein Kaugummi, ne? Aber diesmal nicht in die Haare, sondern in die Harnröhre, Mignon. Alter. Ja, wieso jetzt Mission Failed, Alter? Wie hätte ich denn jetzt das Vertrauen gewinnen sollen? Hey Kinder, Alter, abfahren, Mann, ihr müsst jetzt Essen holen. Ist die Frage, habe ich es jetzt echt verkackt? Hätte ich da irgendwas machen müssen? Hätte ich vorher mit Lilly reden müssen oder so? Erstmal Verzweiflungsschluck Kaffee hier rein, Orgel, Freunde. Das ist jetzt natürlich kacke gelaufen. Nugget, wir haben einen Notfall. Nuggets Freund hat den Test verkackt. Nuggets Freund ist nicht zu mir zurückgekehrt in der richtigen Zeit. Das tut mir sehr leid, Nugget, aber es ging halt nicht. Na, das passt schon. Nugget weiß, wo Billy ist. Oh, warum hast du das jetzt so geschrien? Ah, ich glaube, ich weiß, warum er es geschrien hat. Shit. Es ist sehr wichtig, du musst Nugget... Aber wie hätte ich das denn machen sollen? Okay, vielleicht kann ich jetzt nochmal zu Lilly gehen, bevor Nugget mich umbringt? Kleiner Psychopath, Alter. Nugget, ich fand dich echt noch süß, ne? Aber jetzt guckt ihn euch an. Der wippt da wie so ein Psychopath. Das Hannibal Lecter ohne Maske. Töte Leute. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal zu Lilly. Bitte setz dich nicht neben mich. Ich möchte nicht mit dir reden, bevor sie meinen Bruder gefunden haben. Hab ich's jetzt echt verkackt? Ich gehe mal die Leute durch. Hi, Cindy. Sorry, Sweetie. Aber das ist der Platz für meine... Geht zur hässlichen Lilly. Ja, die hässliche Lilly willst du mir einen Gefallen tun. Was denn? Ja, nimm mir den Kaugummi-Klatsch hier rein. Nee, ich glaube nicht. Monty, mein lieber, wunderschöner Monty, hast du irgendwas, was ich verticken kann? Mich was kaufen? Da hatte der nur diese Globsilimil da, ne? Und, ich möchte das verkaufen. Okay, Nuggets Brief kann ich auch nicht verticken. Ich glaube, ich habe es echt verkackt. Aber wie hätte ich das denn im Vorfeld machen müssen? Jerome... Okay, jetzt hassen mich alle und Nugget will mich umbringen. Das ist eigentlich ein guter Schultag. Kann ich hier noch was machen? Hey, wir sind ein bisschen slop. Shit, ich glaube, ich habe direkt mal wieder verkackt, Freunde. Ich könnte Monty noch umbringen lassen, so aus Spaß, aber... Biscuitbälle! Das ist ein Unfall, den wir hatten. Was für ein Unfall? Weißt du, das kleine Mädchen hat den Hund, Alter, hat ja zack... Essen wir den Hund? Was? Nein! Ja, doch, eigentlich schon. Wollten Sie das Rezept? Das Rezept, da habe ich selber aufgesagt. Ich habe es rausgeschrieben. Ich habe es in so einem Boxding da. Okay. Okay, wenig. Ja, Freunde, ich würde sagen, da haben wir aber mies reingekackt hier, ne? Konnte ich hier noch irgendwas anderes sagen? Nee, ne? Konnte ich das Gerät verkaufen? Nee, konnte ich auch nicht. Bin ich dement? Absolut. Bin ich ratlos? Ebenfalls. Ich bin kurz davor, im Überlegen, den Tag neu zu starten. Aber ich glaube, dann scheiße ich eher drauf und klatsch einfach mal die ganzen Sachen jetzt einmal durch. Und dann nehmen wir das Geld mit und starten dann nochmal durch. In der Abfahrt, Pause! Ja, ab in die Pause. Vielleicht kann ich hier Nugget noch ansprechen oder sterbe ich dann auch wieder? Nugget, Freund hat den Test. Ja. Okay. Warum ist Nugget jetzt nicht eigentlich mitgestorben? Okay. Also draußen darf ich ihn auch nicht mehr ansprechen. Ja, dann würde ich sagen, dann, dann zeigen wir doch mal einfach der Lehrerin einen Liebesbrief, hä? Nugget, was hältst du davon, du kleiner Pisser, Alter? Pause ist vorbei! Zeig doch mal, was ihr gebracht habt! Ich habe einen Liebesbrief. Oh, ich bin so dement, Alter. Oh, dement, Arthrose und Schiele wahrscheinlich auch noch auf einem Auge. Das ist eigentlich von Nuggets Nuggets. Das bedeutet, dass er einer von Nuggets Freunden ist. Ja.
Okay, haben wir reingeschissen, aber wir haben wenigstens ein bisschen Geld verdient. Das ist doch immerhin schon mal etwas, Freunde, ne? So, bla bla bla. Ist halt die Frage, wie können wir Lillys Vertrauen gewinnen? Da bin ich gerade echt am Überlegen, wie machen wir denn den Bums? Ich würde sagen, ich schau mal fix hier. Aber wir brauchen doch hier, ja, wir, okay. Also wir brauchen das Special Item von Nugget, damit wir Lillys Dings machen können. Also ist das mit dem Vertrauen so auch nix? Boah, das ist jetzt auch mal ein bisschen schwer, ne, Freunde? Ich einfach mal $3 mit, dann raubt mich Bugs auch nicht aus und dann nehme ich den restlichen Bums hier mit. Das Blümchen. Zack. Essence Dings Bums, zack. Und hier den Bums. Zack, nehmen wir auch noch mit. Oh oh, wenn ich jetzt hier abhau, bin ich so spät zur Schule. Hm. So. Kann ich jetzt vielleicht am Anfang nochmal mit Lilly sprechen und irgendwie Vertrauen gewinnen? Oh, ich bin Lilly. Vielleicht hast du schon gehört, was mit meinem Bruder passiert ist. Mein Bruder Billy. Ja, nee. Hast du nicht? Das war überall in den Nachrichten. Er ist verloren gegangen seit ein paar Tagen. Oh, das tut mir sehr leid. Danke. Das macht dich zu einem der wenigen Leute, die das interessiert. Seit er weg ist, ignoriere mich die Leute oder beleidige mich. Finny hat sogar versucht, Kaugummi in mein Haar zu machen. Warum? Weiß ich nicht. Aber wenn ich du wäre, würde ich wegbleiben von dir. Danke für den Tipp. Sind wir jetzt Freunde? Nimmst du jetzt den Brief an, den ich dir geben werde? Ausfinden. Hey, meine Freundin, nee, ich merke, bla 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 bla. Ich will dein Freund sein, ich gebe dir eine Blume. Bla 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 bla. Okay. Nicht mehr reden jetzt. Psst. Okay. Okay, dann würde ich sagen, dann haben wir das schon mal. Dann haben wir aber eh noch ein paar Äpfelchen. Monty, mach mir mal bitte den Schlüssel schön, Freunde. Oh, ist das der Abdruck, die Gussform, die du benutzen willst? Na klar, kein Problem, das kostet dich dann $20. Bruder, Alter, wo soll ich denn $20 herkriegen? Ja, ich bin mir sicher, es gibt einen Haufen Wege, wie du Geld verdienen kannst. Ich bin immer noch offen dafür, dass du Zeug mir verkaufst, weißt du? Ja, versuch ein paar besondere Items zu finden, das ist definitiv möglich. Okay, also mir fällt da zum einen der Hallway Pass ein, den man kriegen kann. Die $5-Note im Dings. Aber sonst, Alter, keine Ahnung. Ist halt die Frage, wenn wir jetzt den Tag verkacken, dann bringt er uns bestimmt auch um, oder? Aber kann ich jetzt zu Lilly gehen und sagen, guck mal hier, ich habe was Cooles gemacht? Nö, scheint nicht so, ne? Ich habe es mir anders überlegt, ich will es doch nicht. Oh, scheiße, es geht nicht. Kann ich mit der guten Lehrerin irgendwie quatschen? Nee, ne? Geht nichts mehr, Alter. Machen wir mal die Dinger weg. Los, Kinder, Morning Time! Okay. Dann suche ich mal einen Partner. Hey, Nugget ist zurück, wisst was du... Ja, will ich. Nugget ist sehr froh über deine Hartnäckigkeit. Hier, guck mal hier, Alter. Ich komme damit wieder. Das heißt, ich muss jetzt da hingehen, ich muss das Ding triggern. Hey, nee, nicht, nee, der geht da nicht hier. Okay, und dann gehe ich hier zurück. Hast du das Nugget der Freundschaft gefunden, Lehrer? Lässt mich nicht. Ja, ja, der blöde Lehrer, Alter. Okay, dann versuchen wir sie diesmal irgendwie mit Pillen loszuwerden, ne? Die Lehrerin, die ist sehr, sehr naiv auf Nuggets Pillen. Vielleicht solltest du ihr eine geben. Kriegst du eine für $1. Alter, vor der Pause hatte ich die noch gratis, ne? Und jetzt will ich dein Freund sein, du vertickst sie. Du bist ein ziemlich beschissener Freund, Nugget. Das wollte ich nur mal anmerken, ne? Also vielleicht liegt es daran, dass du nicht mal einen Tisch hast. Okay, dann haben wir jetzt die Pille. Die gebe ich jetzt sehr gut an Lehrerin. Hey, such den Normen, deine Uhr endet wie so ein Versager wie Nugget. Nugget hat mir aber diese Pille gegeben, der ist ja immer noch ein Versager. Oh! Danke, dass du es... Ich bin aufmerksam, was mich interessiert, gerade überhaupt nichts mehr, Alter. Okay. Ich würde gerne mit Lilly reden. Hi, Lilly. Bla, bla, bla. Okay. Ist halt die Frage, sollte ich vielleicht das Messer mitnehmen? Und damit kann ich Lilly dann sagen, ja, Lilly, ist mir scheißegal, pass auf, ich stech dich ab. Hey, geh da nicht, ja, was interessiert mich nicht. Ja, dann nehme ich das jetzt mit. Ich frage mich gerade, kann ich das irgendwie austauschen mit dem, was ich habe oder so? Das ist Jeroms Kabi, da ist ein komisches Ding drin. Oh, ich bin gerade echt ein bisschen ratlos, Freunde. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal zu Nugget und sage, guck mal, ich habe das Nugget. Hey, hast du das Nugget der Freundschaft gefunden? Ja, habe ich, guck mal hier. Oh, wunderbar, Nugget, gib der Lilly deinen Brief da vorne. Ich gehe jetzt einfach erstmal nochmal hin. Hier, ich habe einen Brief von Nugget. Ich vertraue dir nicht. Scheiße, und jetzt ist Fail. Ja, it's Rewind Time. Dann nehme ich jetzt das Messer mit. Und jetzt nehme ich das Nugget mit. So. Hier, guck mal, Nugget, Alter. So, als nächstes, gib mir mal den Brief, Alter. Hi, Lilly. Ich habe einen Brief von Nugget. Wenn du den nicht annimmst, steche ich dich ab. Okay, das hat auch nicht geklappt.
Ich probiere jetzt einfach alles durch, Alter. Ansonsten bin ich verzweifelt und muss Nuggets Quest vorerst abbrechen. Aber das würde ich sagen, das ist dann so unsere letzte Auswahl. So, jetzt nehme ich mal den Bumster einfach mit. Ich meine, der sieht so aus wie der, kann ich den nicht einfach austauschen? Nugget bringt mich dann im Endeffekt nicht um. Das wäre doch mal eine schöne Alternative, oder? Gehen wir mal hin. Hey Lilly, guck mal hier, Alter. Ich habe einen Brief von Nugget und ich habe ein komisches Gerät und ich weiß nicht, was das bringt. Okay, wir haben verkackt. Die Lunch ist hier. Gute Frau, ich würde gerne mit Ihnen zum Lunch gehen. Oh, League of Legends Charakter. Da ist meine Raucherpause weg. Naja, komm, Alter, du kannst ein Special Lunch mit mir haben heute. Exzellent. Der Rest von euch, Alter, los, abfällt zur Cafeteria. Okay, jetzt bin ich aber mal wenigstens gespannt. Da finden wir wenigstens das raus. Wir verkacken Nuggets Tasks hier. Aber wir finden vielleicht raus, wie wir mit der Lehrerin ein wunderschönes Mahl zu uns nehmen können. Guck mal, da haben wir hier so ein fröhliches Mahl. Wir haben eine Dose mit Pommes und wir haben Gleitgel. Was gibt's für eine schönere Pause? Oh, heute hast du ein Speziallunch mit mir, weil du mein süßester und liebster Student bist. Und stattdessen, dass ich hier meine Raucherpause nehme und hier, bla, Alter, das ist mein Lieblingsding während des Lesens. Hier ist der McLopsilimil. Hau dich raus, Alter. Knock dich raus damit. Okay. Ah, McLopsilimil ist also das hier. Finden wir dann auch eine Monstermon-Karte da drin? Ich hab gehört, die kommen mit einer blöden Monstermon-Karte. Also, als hätte ich's nicht vorher gesagt. Cool, Alter. Geil, Mann. Zeig Titten jetzt. Habe ich nicht gesagt. Ich mach sonst eigentlich nie was während dieser Zeit, also naja, warte einfach hier, bis die Glocke klingelt. Wow, das klingt wirklich sehr interessant. Das war die schönste Pause, die ich je hatte. Ah, endlich, Mann. Okay, los, holen wir mal die anderen kleinen Scheiße ab, die nicht so viel wert sind wie du und dann gehen wir nachher schön raus in die Pause, Freunde. Okay, das klingt nach Plan. Bringt Monty mich jetzt um, weil ich keine Kohle hab? Ja gut, zu Nugget gehen, das wird keinen Sinn machen. Ich guck mal noch mal kurz, was bei Lilly abgeht. Ich weiß, was er jetzt gemacht hat. Ich weiß es einfach. Okay, die Statue sagt uns nichts. Der macht wahrscheinlich nur das komische Rätsel. Will ich mit Monty reden? Was kann ich für dich tun? Nix. Oder kann ich dem wenigstens irgendwas verticken? Möchte was verticken? Was hast denn du? Nix, okay. Belästige ich nochmal kurz die Lehrerin. Es war wirklich eine sehr schöne Zeit mit Ihnen, gute Frau. Das würde ich sehr gerne wiederholen. Das nächste Mal habe ich auch eine andere Idee, wo wir den Strohhalm hinstecken könnten und von wo ich die Pommes essen könnte. Geh mit den anderen, solange du noch dumm bist. Ja, okay. Würde ich sagen, haben wir mies reingekackt. Zeit ist vorbei, aber immerhin haben wir ein paar Dollar. Ich hoffe, ihr hattet alle eine tolle Pause. So, aber diesmal zeige ich jetzt, Alter, den Liebesbrief. Nicht zu schnell klicken, Tommy, nicht jetzt. Oh, ist das ein Liebesbrief? Was? Nugget hat dir gesagt, du sollst das zu der schönen Lilly geben. Nugget weiß, wo Billy ist. Oh. Okay, Top 10 gute Ideen. Okay, dann zeigen wir das Gerät hier. Oh, das sieht eins wie dieses kleine Gerät vom Direktor, Alter. Warum solltest du eins haben? Ah, noch eine weitere gute Idee, die ich hatte. Okay, ich glaube irgendwie der Direktor und Nugget, die stecken unter einer Decke. Ich glaube ja, Nugget ist der Direktor in Wirklichkeit. Und in der Pause, der ist so ein Wehrschüler, Alter. Und der verwandelt sich dann immer in Nugget, so während des Unterrichts. Das halte ich für sehr, sehr unrealistisch, ja. Ja, dann, guck mal hier, ich habe eine Monstermon-Karte. Ah, eine Monstermon-Karte, komm schon, juckt keinen, Alter, weg mit dir. Okay. Ja, dann würde ich sagen, da haben wir einen sehr, sehr erfüllenden Schultag. Haben wir diesmal nichts erreicht. Nächstes Mal fahre ich dann mit einer anderen Story fort, weil ich weiß, um ehrlich zu sein, gerade nicht, wie ich Lillys Vertrauen gewinnen kann. Dann würde ich sagen, dann schauen wir nächste Folge. Könnt ihr schreiben. Dann können wir entweder Bugs probieren. Oh nee, scheiße, jetzt sticht uns Monty bestimmt ab, ne? Hast du das Geld? Nö. Oh Mann, Alter, das ist scheiße. Jetzt muss ich auf dessen Kosten essen, Alter. Geh los, weg mit dir. Okay, dann würde ich sagen, dann bleibt uns eigentlich nur Bugs für nächste Folge übrig, oder? Bei Monty, da brauchen wir ganz viel Geld für. Aber guck mal, wir haben Fapten Kalkin, Alter. Fapten. Ich weiß nicht warum, ich habe gerade so dieses Batman-Intro, aber mit Fappen, Alter. Fapten. War wahrscheinlich fucking unlustig. Ja, haben wir mal wieder eine Folge erreicht. Back to the old school days, Alter, wo wir nichts erreicht haben. Würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Liebe Brüderinnen und Brüder, haut rein.